Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hand of Fate. Ja, wir spielen wieder den Story-Modus. Jetzt muss ich aber kurz nachschauen. Ich glaube, ich habe da ein kleines Problem. Kann ich das hier während der... so öffnen, ohne dass es mir ins Spiel kommt? Okay, passt. Musste nur kurz checken, dass hier nichts von den Einstellungen falsch eingestellt ist. Ja, wir müssen den Story-Modus noch den Staubkönig besiegen. Die Flüche sind, Kampf. Okay, wir kriegen immer minus Geld für jeden Kampf pro Gesundheit. Das heißt, The King of Dust is the perfect implement to ensure your destruction. Ja, okay. Legen wir los. In these lands, the King of Dust takes his tithe of all. Wir kriegen natürlich wieder die ganzen Feindeskarten. Okay, ich bin gespannt, ob wir es diesmal hinkriegen. Ist eine neue Aufnahme. Von dem her muss ich vielleicht wieder ein paar Steuerungen lernen, aber ich glaube, das müsste ich gut hinkriegen. Gut, wir kriegen direkt die Treppen aufgedeckt. Das ist natürlich gut. You face the first of my kings. Each has shaped the nature of their forces with the strength of their will. They will turn that power to your destruction. Das wird interessant. Okay, die erste Karte. Held vom Funkelhain. Von Funkelhain. May lead you down many paths towards jealously guarded secrets. Interesting. Okay. Du triffst auf einen verletzten Abenteurer, dessen verbeulte und blutige Rüstung dir verrät, dass er vor kurzem in einen Kampf verwickelt war. Erstmal checken wir ihn aus, oder? Was kümmert dich denn, mein Freund? Ich habe eine Bande von Dieben verfolgt, die mein Heimattor Funkelhain angriffen. Ich tötete einige von ihnen in einem Hinterhalt, doch ich fürchte, mir fehlt die Kraft für den Rest von ihnen zu stellen. Ja, stimmt schon. Ich wollte gerade stehlen sagen und war kurz verwirrt. Wenn du nur einen Funken Ehre besitzt, findest du diese Schakale und lässt sie büßen. Wir haben eine neue Karte gekriegt, oder? Ach nee, jetzt wurde da eine Karte eingesetzt. Wir müssen die jetzt verfolgen. Wir müssen da sowieso durch, also. Die Liebenden, auch eine neue Karte. An innocent moment, never to be repeated. Except here, where all of your history repeats itself until time immemorial has passed. Okay. We play for a token now. Okay, ein Token. In der Stadtstiegel triffst du auf einen jungen Mann, der eine junge Dame am Fenster ein Liebeslied singt. Als du dich näherst, beendet er sein Lied und dreht sich zu dir. Meine Liebste und ich möchten heiraten und die Stadt verlassen, doch ihr Vater verbietet es. Er ist der Meister der Gilde. Ein mächtiger Herr mit vielen bewaffneten Männern unter seinem Kommando. Ich habe dich in der Arena kämpfen sehen. Ach so, das ist wieder vom ich weiß nicht, ob es vom DLC ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Wirst du uns helfen, aus der Stadt zu fliehen, damit wir glücklich vereint leben können? Ja. Sei gesegnet, Fremder. Triff uns hier wieder um Mitternacht. Bringe an Waffen, was du besitzt. Eine Segenskarte. Arkanes Wissen. Very nice indeed. Okay, wann immer der Spieler ein Artefakt benutzt, besteht eine Chance von 30%, dass die Cooldown-Zeit sofort 80% reduziert wird. Nicht schlecht, wir haben aktuell nur gar kein Artefakt. Stunden später kehrst du zurück. Der junge Mann und die Frau verstecken sich bereits in den Schatten. Wortlos führst du sie durch die Stadt. Oh. Es sieht nicht so gut aus für uns. A choice. Select your desire. Wir nehmen den zweiten. Fuck.
Ihr schafft es bis zum Stadtrand, bevor eine Stimme aus der Dunkelheit ruft. Wer ist da unterwegs? Das sind die Männer meines Vaters, ruft die junge Dame und flieht. Ihr Liebhaber folgt ihr und lässt dich alleine mit den Wachen fertig werden. Ach Mist. Okay, 2. Blöd ist halt nur, dass wir wahrscheinlich instant komplett unser Gold verlieren. Aber damit war irgendwann jetzt sowieso zu rechnen. Ich habe nur gehofft, wir kommen vielleicht noch davor in einen Shop, damit wir alles ausgeben können. Aber damit wird wohl nichts mehr. Oder wir kloppen uns auf 15 Leben runter. Dann müssen wir nämlich kein Gold abgeben. Aber das ist jetzt ein bisschen... Ich habe auch übrigens gemerkt, dass ich... Nun mal kurz hier noch zu Ende kämpfen. So. Mir ist beim Rendern aufgefallen, ich hoffe euch ist es nicht aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich hier in die Kämpfe gerate, habe ich einfach auf dem Controller reines Button-Smashing betrieben. Was man leider ein bisschen sehr gehört hat in der Aufnahme, weil das Mikro halt ein bisschen empfindlich ist auf umliegende Geräusche. Ich habe den Controller schon so weit unterm Tisch, dass ich selbst fast nicht mehr höre, aber das Mikro nimmt es halt trotzdem wahr. Deswegen versuche ich jetzt nicht mehr so Button zu smashen. Ich hoffe, das hilft, weil man hat es wahrscheinlich nicht gemerkt, weil ich habe dann immer wenn die Kämpfe kamen, habe ich einfach die Audio von mir rausgeschnitten, weil ich habe nicht viel kommentiert meistens. Und wenn ich was kommentiert habe, habe ich noch drin gelassen. Also war ein bisschen Arbeit, aber ich habe es, glaube ich, gut hingekriegt. Ja, genug davon. Nach dem Kampf ist von den jungen Lebenden keine Spur zu sehen. Du machst dich schnell fort, da mehr bewaffnete Männer von allen Seiten hinzuströmen. Hier. Ich hoffe, dass... Danke. Ich hoffe, das wird uns noch zugutekommen. So, und jetzt kommt da die Challenge-Karte, ne? Ja. Let's find out what type of character you really are. Du hast die Funkenheim-Räuber eingeholt, die dir zurufen, halte ein, Abenteurer, und wir teilen unsere Beute mit dir. Wir können einfach Geld nehmen, aber eigentlich können wir damit wirklich in dieser Runde gar nichts gebrauchen, deswegen... Nee, Leute, ich hab ihr... Okay, du sagst ihnen, sie sollen ihre Götter um mehr Gnade anflehen, Alter. Als du ihnen gleich zeigen wirst. Okay, guter Spruch. 2 von denen. Das kriegen wir doch hin. So, ich mach da mal direkt. Kein Problem. Hoppla, da haben wir noch die Kiste zerschmettert, aber sein Rückgrat gerade auch. Our hero needs sustenance badly. Okay, du leerst sorgfältig ihre Taschen. 3 Gewinnkarten. Nice. Ja, das Gold ist jetzt... Noch mehr Gold ist jetzt nicht... Oh, das ist schon besser. Narrengold. A quick flash of gold and the bandits will forget themselves. Das ist nicht schlecht. Bei jeder Anwendung von Waffenfertigkeiten werden alle Feinde vom Typ Staub für 3 Sekunden betäubt. Das Töten von Staubfeinden erzeugt Gold. Das ist nicht schlecht, aber wir haben natürlich den Helm des Entdeckers. Offenbart die Treppen eines Levels und gewährt einen Goldbonus für das Aufdecken jeder Bewegung in einem Level. Ich weiß nicht, was der Goldbonus uns bringt. Ich weiß nicht, ob... wisst ihr was? Ich ziehe jetzt einfach mal das Narrengold an. Weil die Treppen aufdecken haben uns hier bis jetzt nicht viel gebracht. Naja. Danach kehrst du zum Helden von Funkenheim zurück, um ihn von deinem Erfolg zu berichten. Er gibt dir ein Zeichen, näher zu kommen. Ohne ein Wort übergibt er dir einen juwelenbesetzten Ring und stirbt dann. Was? Alter. Du steckst den Ring ein, um ihn später zu identifizieren. Und begräbst den gefallenen Champion. Alter, ist dann was, hier in dem Tod. Okay, schade um ihn. Wir kriegen wahrscheinlich jetzt irgendeinen Ring. Toll. The bandits are sorely loyal to their king.
They will not let you reach him easily. So, erstmal die Monsterkarte. 3 von denen. Wir kriegen ja jedes Mal Gold für das Besiegen von einem. Deswegen können wir es sogar noch einigermaßen hinkriegen. Ich frage mich, ob es einfacher ist, die Ziele zu wechseln, wenn wir da... Oh, ja, tatsächlich Gold. 2 Gold ist jetzt nicht viel. Oh, warte, kriegen wir das Gold noch? Ich weiß jetzt nicht, ob wir es gekriegt haben. Wir haben minus 7 Gold gekriegt. Weil wir einfach den Debuff noch haben. Aber ich weiß nicht, wie viel wir wirklich im Minus sind. Wir haben aktuell 36 Gold. Einer lebt noch, den holen wir uns. Ach so, wir können ja noch scheitern, aber ich glaube... Das lohnt sich schon. Ja. Okay. Ein Schwerthieb in den Schädel. Ändert das rasch. Und wir kriegen 3 Gewinnkarten. Oh, das ist jetzt, ich weiß, wir können keine schwere Rüstung tragen. Das hier zählt ziemlich sicher zu schwerer Rüstung. Deswegen nehme ich die Keule und sage, ja, ausrüsten auf jeden Fall. 3 Rationen, die hatten wir dringend nötig. Wir waren bei, nice. Okay, keine Sorgen mehr. Der Hinterhalt hat sich gelohnt. Were you hoping this was the end? Another floor awaits. Okay. Do you understand how this game works now? Do you comprehend the stakes? Toll. Ach, die Rattenmenschen. Zufällig einer Gruppe Jäger der Rattenmenschen bereitet dich vor, dich zu verteidigen. Alter, 6 Pest. Sowas hat man gerne, ne? Ich habe keine Spezialfähigkeit oder so. Deswegen. Ich greife jetzt einfach mal stumpf an. So, ich hoffe, man hört jetzt nichts. Oh, das war knapp. Ich hoffe, man hört nichts im. Ich muss mal. Leute. In der Aufnahme vom Controller, sagen wir es so. Man hört, glaube ich, ganz leicht etwas, aber ich hoffe, das wird vom extrem lauten Ingame-Sound hier übertönt. Ich kann es leider nicht ändern, ich habe es versucht, aber sonst wäre das hier nachher zu leise. Ich habe es versucht, so gut anzupassen, wie es geht mit dem Sound. Ich kann auch bei den Optionen nicht die Kampfgeräusche runterdrehen, weil das gibt es irgendwie nicht. Ach ja, wir kriegen natürlich nichts von denen. So, wir kriegen natürlich Leben, aber verlieren keine Ration für Spectracking. Das ist super. Und direkt in Hinterhand. You may have to contend with every bandit in the kingdom before you reach the king. Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch nicht viel Gold besitzen, aber aktuell halten wir uns gut. Ach so, das sind gar keine. Na toll, da kriegen wir kein Gold. Hier, die Schädel sind jetzt keine Herausforderung. Minus 6 Gold. Und wir haben letztes Mal minus 7 gekriegt. Ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, wir kriegen pro 15 2 minus Gold. Kann das sein? Vielleicht, ich weiß nicht. Die holen wir uns noch. Wir töten den letzten auch, damit wir wieder 3 Karten kriegen. Hoffentlich, ja. Ziehe 2, wähle 1. Heilende Haube, Schild. Wir nehmen die Haube einfach, um zu verkaufen. Wir werden das nicht ausrüsten. Wir haben einfach, falls wir was verkaufen können, haben wir ein bisschen Gold. 5 Rationen ist immer gut. Und 10 Gesundheit. Das tut auch gut. Okay, ruf nach dem Priester. Ist es ein Handel? Ja. Geh zum Laden. Wir müssen direkt das Geld... Alter, wir haben nur noch 25 von 30.
Das ist natürlich gut. Ich denke, wir geben erstmal Geld aus, verkaufen vielleicht noch die Items und... Wir können hier keine Sägen kaufen. Hühnchen, Pferden kostet, glaube ich, 300, 150 nur dieses Mal, aber da kommen wir sowieso nicht ran. Vielleicht kaufen wir einfach irgendeinen Gegenstand, der... Bin ich im Verkauf? Ach ja, ich bin im Verkauf, dachte gerade. Wir können gar keine Gegenstände kaufen, wir können nur Rationen holen. Sage ich natürlich nicht nein, für 18 ist ein bisschen teuer, aber wir werden das Gold sonst nie brauchen. So, danke. Wir verlassen den Laden. Ich werde jetzt nichts verkaufen, weil vielleicht kommen wir noch einen zweiten Laden vorbei. Da könnten wir ein bisschen extra Geld gerne benutzen. Der Zorn einer Ehefrau, das ist... Da will ich nicht reingeraten. Den Ehestreit. Oh Mann. Während dich deine Reise durch ein kleines während dich deine Reise durch eine kleine Stadt führen. Deine Reisen, deswegen Mehrzahl. Ich habe gerade gedacht, hey, habe ich jetzt was verlesen oder war mein Fehler? Wirst du barsch von einer wütenden Frau angesprochen, die dir vom Tor ihres Gehöfts zuruft. Tuda, du siehst aus, als wärst du hart im Nehmen. Mein Mann sollte schon seit Stunden zu Hause sein. Aber stattdessen ist er bei seinen Kumpanen und versäuft an all unser Geld. Sie haben die Beute ihrer letzten Geschäftsreise hier gelassen. Wenn du bereit bist, ihm eine Lektion zu erteilen, darfst du dir hieraus etwas aussuchen. Okay. Endlich jemand, der bei klarem Verstand. Ich würde selbst gehen, aber ich... Und ihm eins überbraten, doch unsere Drachenkuh kalbt gerade... was? Okay. Und könnte den ganzen Hof niederbrennen. Okay. Du findest den Ehemann der Frau. We meet the Jack again. Did you think him done before? Oh no. Shuffled back into the deck to rise again to the top. As are we. Der hat einfach den Staubbuben wieder reingesetzt. Zieh eine Monsterkarte. Plus noch drei. Okay, du konfrontierst den Ehemann der Frau im örtlichen Wirtshaus. Er ist damit beschäftigt, mit seinen Freunden ein Trinkspiel zu spielen. Was können wir verlieren bei einem Trinkspiel? In diesem Spiel wahrscheinlich ziemlich viel. Deswegen würde ich sagen, ihn bedrohen, es macht auch keinen Sinn. Wenn wir bekämpfen und töten, ist die Frau auch nicht glücklicher. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mitspielen oder bedrohen? Ich bedrohe ihn einfach. Wir können entweder super schaffen oder einfach nur extrem failen. Ja, das war auch klar. Ach. Ich höre jeden Tag schlimmere Drohungen von meiner Frau. Tja, da musste es wohl so kommen. Wir sind halt nicht so gut im Bedrohen. Jetzt müssen wir den Buben nochmal erledigen. Aber wir kriegen dafür... Was? Waren das nicht weniger? Ja, nehmen wir halt das Wirtshaus auseinander. Haben wir gerade... Au. Au. Schmerz. Komm. Au. Ich sammle erst das Gold hier ein, bevor der mir auf den Sack geht. Hat er gerade einen zweiten gerufen?
Komm, das kriegen wir hin. Geht doch. Ich hoffe, die haben wir jetzt nur verprügelt und nicht direkt getötet. Ja, am Gold werden wir nicht, also... Du kehrst mit ihrem angeschlagenen Ehemann zurück zur Frau. Also, zur Frau zurück. Leg ihn einfach in die Ecke da und nimm dir von diesem Unrat, was du möchtest. Sagt sie und gibt dir einen Sack. Och, wir kriegen den Hammer. Helm des Abschmetterns, das klingt schon geil. Aber der Hammer war so geil, deswegen muss ich den fast wieder nehmen. Der war top. Auf jeden Fall, aber das ist sehr gut, denn wir können auch alle Staubtypen betäuben mit unserer Fähigkeit. Durch den Segen. Roaming ever forward, hunting for the truth. Ah, als du den Wald betrittst, wirst du von Räubern bedrängt. Alter. 6 Bandits to keep you on your toes. Nicht so gut. Aber mit dem Hammer auf jeden Fall möglich. Bam! Alle betäubt für 3 Sekunden. Hey, das war... Bam! Nochmal betäuben. Easy. Boah, die Betäubungskombo ist ziemlich krass mit dem Hammer jetzt hier. Damit kriegen wir doch schon ziemlich alles klein. Wir verlieren leider nur so viel Geld, dass... und auch Leben. Okay, eine Gewinnkarte. Ein Heiltrank, den können wir sehr gut gebrauchen aktuell. What brings you to play the game? I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Das ist wahr. Okay. Reisender Kesselflicker. Wir haben 8 Gold, wir können aber Zeug verkaufen. Deswegen gehen wir doch mal zum Laden und schauen, was der so anbietet. Ich hoffe, irgendwas Gutes ist dabei. Gegenstand kaufen. Ring der Armut. Wenn der Ring verkauft wird, verliert der Spieler all sein Geld. Was? Wenn der Ring verkauft wird, verliert der Spieler all sein Geld und erhält plus 1 maximale Gesundheit pro 5 Gold. Nicht schlecht eigentlich, wenn wir den so kriegen würden. Kaufen macht keinen Sinn. Weil... Nee, macht keinen Sinn. Frosthauer braucht man nicht, Ring des Überlebens. Nach jedem dritten Kampf plus 20... Das ist ganz gut. Das möchte ich gerne haben, deswegen werde ich Gegenstände verkaufen. Der Hammer... Die Axt kann ich verkaufen, ich brauche nur... 10 Gold. Und dann holen wir uns den Ring des Überlebens. Interesting choice. Auf jeden Fall, aber ich finde, das ist schon gut. Wir werden das Leben brauchen, denn ich glaube, das wird noch eine Weile dauern hier. Ich werde wahrscheinlich auch den Part wieder in 2 Hälften cutten oder 3, je nachdem, wie lange es dauert. Das werden wir noch sehen. Ach, die Karte haben wir doch, kennen wir doch schon. Wieso ist die noch drin? Ich dachte, die hätte ich letztes Mal entfernt. Ja, die kennen wir schon. Wir haben kein 10 Gold, deswegen nein. Der Höhleneingang, da wollen wir noch nicht rein. Wir haben hier noch was zu erkunden. Ja, ich weiß, du willst Geld, aber ich habe immer noch keins. Vielleicht, wenn ich da doch ein paar Kämpfe mache und... Oder auch nicht. Bitte um Gold. Bitte darum, gesegnet zu werden. Das ist nicht schlecht. Wir können hier gesegnet werden. Das macht sie auch. Selbstgerecht. Many of these blessings are too good for the likes of you. Warte. Bei jedem Treffer teilt der Spieler 2 mehr Schaden pro...
pro erhaltener Segen aus. Das heißt, wir haben aktuell 2 Segen drin. Wir machen jetzt pro Schlag 4 Schaden mehr. Stimmt das? Finde ich geil. Da können wir es direkt mal testen an den Rattenmenschen. Wie habe ich die denn provoziert? Bam. Ach ja, ich muss mich erst hier um die Fernkämpfer kümmern, weil die gehen auf den Sack. Au! Den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, den bin ich irgendwie vorbeigegangen. Okay, der dritte Kampf, das war der erste. Hier kriegen wir noch keine Heilung. Finden aber absolut kein Gold, gar nichts. Das heißt, wir können eigentlich zurückgehen. Nochmal, wir kriegen keinen Rationsverlust. Deswegen können wir... Wir gehen nochmal zum Händler und holen uns... Oder verkaufen einfach was für 10 Gold. Die wir dann dem anderen geben können. Ich weiß nicht mehr, was wir dafür gekriegt haben, aber ich glaube, es war irgendwas Gutes. Und wir haben doch bestimmt noch irgendwas für... das Überlebenshammer, Schild. Das tragen wir aktuell. Wir können den Hammer einfach verkaufen für 16. Das ist eh gut. Ich könnte jetzt noch eine Ration kaufen, weil es reichen würde, aber brauche ich nicht. Okay. So. Ja, da bin ich wieder. Gib Gold da. Goldrückzahlung nach 10 Schritten. Stimmt, wir kriegen nach 10 Schritten die Karten. Das ist eigentlich okay, aber ob das jetzt hier unsere Situation verbessern wird, weiß ich nicht. Verlass die Höhle. Wir haben den Eingang gefunden, werden angegriffen. Jack of Skulls returns to the fray. What? Wir kämpfen gerade gegen den Schädel und den Pestbuben. Alter. Ich glaube, das ist sowas wie ein Bosskampf hier. Mit seinem kompletten Gefolge. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Keine davon kann ich mit dem Hammer betäuben. Au, 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 au. Ach, das stimmt, da war ja noch was. So konnte ich gerade nicht ausweichen. Oh, wir wurden gerade vergiftet. Ey, das sieht nicht gut aus, ne? Komm, 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 komm. Okay, das könnten wir so einfach hinkriegen. Ach, Gott sei Dank. Alter, das war gerade sehr knapp mit dem Leben. Ich glaube, wir können nicht so oft die Rolle benutzen. Und hier musste ich es, weil ich kann nicht alles reflektieren. Ein Segen und... Ach, das ist der Segen. Rache. Wann immer der Spieler von einem Fernangriff getroffen wird, besteht die Chance, dass der Angreifer für 3 Sekunden betäubt wird. Okay. Und 15 Gold, das ist jetzt, wir hätten einen Heiltrank benutzen sollen oder kriegen. No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine.